Eine lustige Spielrunde zum Sonntag, ja. Schleppi am Start. Moin Leute. Ja, die Kleine ist am Schlafen. Ja, Hund ist auch am Start. Wir spielen eine Runde Silver Tower. Ja gut, von Spielen ist glaube ich noch nicht ganz so die Rede. Wir sind hier noch. Kämpfen, krampfen so ein bisschen dadurch. Ja. Also wer es zum ersten Mal spielt, sollte sich ein bisschen Zeit nehmen. Aktuell gab es noch keine englischen Reviews, daher quälen wir uns etwas durch. Sind aber aktuell so weit, dass wir tatsächlich spielen können. Wie läuft das Ganze ab? Das Ganze läuft eigentlich relativ einfach ab. Warte mal, wir müssen mal hier so einen kleinen Cut machen, wo wir gerade stehen, damit man mal so einen kleinen Überblick hat. Zack, hier stehen wir, Kollegens. So, wir starten immer mit der Kammer, wählen uns unseren Helden aus und haben dann jeweils diese Karte. Alles andere braucht ihr noch nicht. Wir starten dann auch mit Mission Nummer 1, das ist sengende Strahlen. Das bedeutet im Prinzip, es gibt euch vor, welche Karte ihr an der Stadtkammer anlegt. Und dann beginnt es quasi mit den Runenführer, ha? Soweit ich gehört habe. Oder wie? Genau. Genau, wir haben jetzt glaube ich nur die kleine, da gibt es so ein schöne Casino-Marker dazu. Das ist derjenige, der anfängt. Dennis, holst du gerade? Genau, da haben wir sie. So, jetzt funktioniert das relativ einfach. Dieser bestimmt quasi den Stadtspieler. Wir nehmen mal an, das bin ich jetzt. Und wir haben unser, wie nennt man das Feld nochmal, das Schicksalsbrett. Schicksalsbrett, richtig. Wir starten immer mit der 0. Wir sind jetzt nur weiter, weil wir eine Runde begonnen haben. Starten immer hier, legen alle Plättchen übereinander. Dann haben wir unsere 5 Würfel. Oh, hier habe ich gerade als Markierungswürfel genommen. Zack. Diese sind unsere Zusatzwürfel, die wir im Laufe des Spiels oder der Runde immer haben. Das heißt, derjenige, der diese Marke hat, würfelt, bevor hier irgendwas ist, komm, die nehmen wir auch mal runter, würfelt als allererstes diese Würfel. So, dadurch, dass wir in dieser Kammer starten, zählt noch nicht diese Option mit dem Pasch und so weiter. Das wird alles ignoriert. Ergo, wir legen jetzt auf diese blauen Felder, legen wir die Würfel und die haben wir zur Verfügung. So, dann dürfen wir halt Aktionen benutzen. Das heißt, wir können die Kammern erkunden. Erkunden heißt, wir laufen halt rein. Geht auf 1 plus, wir können auf 1 plus uns bewegen. Der Bewegungswert steht da oben drauf. Wir können auch dann noch jeweils halt Aktionen noch durchführen. Aktionen pro Runde haben wir immer 4 Stück. Das heißt, wir dürfen, also ich beginne jetzt, ich würfel einfach 4 Würfel und lege diese drauf. Das heißt, ich habe eine 3, eine 4, eine 6, ja, und kann diese verwenden. Das heißt, ich kann 1 plus verwenden, um mich zu bewegen. 1 plus bedeutet im Prinzip, ich brauche nur einen Würfel, der mindestens eine 1 hat. Ein 0 gibt es ja nicht, also ergo, man kann sich immer bewegen. Es gibt natürlich auch Fähigkeiten, quasi in Nahkampf zu gehen. Das bedeutet, ich kann halt auf 1 plus meine normale Kriegsaxt nehmen. Ich kann aber auch jetzt hier mit zum Beispiel 4 plus mein Breitschwert benutzen. Das heißt, ich gehe jetzt zum Beispiel mal fiktiv an diesen Spieler ran durch den Move-Wert von 2. Das heißt, ich nehme da die 3 weg. Bin da ran, weil ich mich 3 bewegen kann. Nehme jetzt die 4, brauche die 4 auf, um mein Breitschwert zu benutzen. Brauche dafür eine 3 plus. Zack, habe es geschafft. Und ich kann ihnen jetzt noch W3 Schadenspunkte zufügen. In dem Fall 3 Schadenspunkte generell. Dann gibt es den Vigo-Wert. Der Vigo-Wert steht, glaube ich, auf einer der Karten da hinten. Ne, das ist einmal hier. Dann haben wir den Vigor-Wert, ergo der Akolyt hat 3 ohne Schild. In dem Fall habe ich ihn umgehauen. Ansonsten könnte man noch so einen Marker hinlegen. Ja, zack, oh, dass er nur noch einen Lebenspunkt hat. Ja, jetzt habe ich natürlich noch mehr. Ich könnte jetzt quasi einen Sturmangriff machen. Das heißt, ich bewege mich halt komplett. Also kann mich für diesen 6 einmal 3 Schritte bewegen. Ergo, ich könnte jetzt 1, 2, 3 hier rüber gehen und könnte dann halt tatsächlich noch eine Waffenaktion meiner Wahl kostenlos durchführen, also auf 4 plus. Und danach habe ich nochmal einen. Also die brauchen wir komplett auf. Sind alle 4 aufgebraucht, ist der nächste Spieler dran. Die komplette Gruppe hat aber die Möglichkeit, immer auf die Schicksalswürfel zuzugreifen. Benutze ich einen Schicksalswürfel, wie zum Beispiel jetzt die 6, wird der nächsthöhere Wert für meine Runde geblockt. Das heißt, ich blocke die 5. Ich könnte tatsächlich jetzt noch den nächsten aufbrauchen, die 4. Blocke den nächsten Würfel, eine 4. So. Das Blocken ist aber nur immer für meine Runde, sprich, wenn jetzt gleich Dennis dran ist, wandern die übrig gebliebenen Würfel einfach wieder in den generellen Rundenpool. Ja.
Ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Das heißt, wir haben ganz normal diese Fähigkeiten, die wir einfach einsetzen können. Ruhm, das heißt, wir landen, wir starten immer hier, wir kommen immer komplett einmal rum. So, haben wir einen Gegner ausgeschaltet, gehen wir auf den, haben wir einen Ruhm-Marker erreicht, also einen Ruhm-Punkt, und wir landen auf das lilane Feld. Lilane Feld bedeutet im Prinzip, dass wir Fähigkeitskarten haben, sprich, wir ziehen zwei Karten, dürfen uns eine davon auswählen und dann halt behalten. Wir dürfen bis zu vier Stück dieser Karten behalten. Nach vier muss man halt immer wieder eine abwerfen. Wir können diese Fähigkeitskarten natürlich auch einsetzen, nicht aussetzen. Landen wir auf dem blauen Feld, müssen wir natürlich von der blauen Karten ziehen. Lila sind Artefakte. Achso, lila sind Artefakte, genau. Blau sind Fähigkeiten. Sofern ich weiß, kann man sogar von beidem vier haben. Also sprich vier Artefakte und vier Fähigkeiten. Genau, wenn man halt drüber ist, muss man halt immer eine ablegen. Genau. Ansonsten ist das Spiel tatsächlich immer, ja, also die erste beginnt halt immer so, danach verläuft das Spiel aber, soweit ich gesehen habe, ja, rein zufällig, weil wir immer, liest das Buch zuerst, das haben wir natürlich nicht, aber wir starten, damit ihr das mal seht, bei der 1, und wenn irgendeine Fähigkeit eintritt, steht da, bitte lies 37, dann müssen wir auf 37 gehen und müssen halt quasi das erfüllen. Ja. Ansonsten, wenn wir gestartet sind, ich glaube, dann war noch die Fähigkeit, dass wenn wir hier reingehen, alle, also unsere Phase ist rum, dann ist die Widersacherphase. Nach der Widersacherphase geht wieder neu rum. Das heißt, Dennis bekommt den Marker und er darf dann die 5 Schicksalswürfel würfeln. Dann gibt es aber jetzt die erste Sonderfähigkeit. Die kann er uns, glaube ich, selber mal direkt erklären, was nämlich passiert, wenn wir alle in der ersten regulären Kammer sind. Ja. Zack. In dem Fall haben wir sogar einen Effekt bekommen. Genau. Wir haben eine, wie heißt das Blatt? Ja, ein unerwartetes Ereignis haben wir jetzt. Okay. Dadurch, dass wir einen Pasch gewürfelt haben. Und da, die werden dann rausgenommen aus dem Spiel. Im Prinzip haben wir dann jetzt nur noch die zwei Würfel zur Verfügung. Drei Würfel. Beziehungsweise drei, ja, genau. Würfel zur Verfügung, die wir dann einsetzen dürfen. Und bei einem Pasch von 5, wo sind wir denn da? Ach, da sind wir da unten. Haben wir den kleinen Fischi. Ah, okay. Wenn Würfe von 5 abgelegt werden und sich drei oder mehr Widersacher auf dem Spielfeld befinden, stellt Slop beim Portal auf, das dem Helden des Runenträgers am nächsten ist. Ja. Das wäre, ja. Ja, wir haben hier die Portale. Ja, das heißt, wir nehmen jetzt mal ihn, als wäre er es. Der Runenträger wäre jetzt im Fall halt der Sharad, also stellen wir den im Feld am nächsten auf. Genau. Ziehe 1 vom Move-Wert ab, aller Helden. Ja. Okay. Und dann gibt es noch einen Unterschied zwischen Segen und Fluch. Der Segen wäre, lege Slop während deines Zugs ab, um dich bis zu 3 Felder zu bewegen, ohne einen Würfel auszugeben. Wenn man ihn jetzt als Begleiter hätte und da er ja jetzt als unerwartetes Ereignis kommt, denke ich, dass er als Fluch kommt. Ja. Das heißt, bis zum Ende der Runde hat dein Held einen Move-Wert von 1 und einen Agility-Wert von 6. Ah, okay. Also man kann sich nur ein Feld bewegen und falls man aus einem Kampf flüchten möchte, muss man ja auf den Agility-Wert würfeln, müssten wir hier eine 6 würfeln in dem Fall. Genau. Ganz so richtig haben wir das, glaube ich, noch nicht raus. Also wir behandeln jetzt die Regel so, weil das Regelbuch ist ein bisschen, naja, nicht unübersichtlich, aber man muss schon viel hin und her blättern. Ja, unerwartetes Ereignis ist es halt ein Fluch, ist es gesteuert, ist es halt ein Segen. Ja. Was uns am Anfang ein bisschen Kopfzerbrechen, ich glaube, da haben wir eine halbe Stunde gebraucht. Mindestens. Weil wir haben die Karten aufgestellt, dann ist klar, dass er hier an der Statue startet. Und dann hieß es halt, dass wir die Strahlen, also hier werden immer Strahlen projiziert auf dem Feld. Und wenn man da durchläuft, bekommt man W3 Verwundungen. Und man kann die Strahlen beeinflussen, 90 Grad drehen und 180 Grad drehen. 90 Grad muss man 1 bis 3 würfeln, 4, 5 und 6 kann man es 180 drehen. Wir wussten aber nicht, was ist jetzt was wie ein Strahlen. Wir dachten, dass am Anfang sind die Strahlen definitiv diese festen, haben aber nicht bemerkt, dass wir diese Marker hier haben. Diese Marker sind immer mit Ausgangspositionen hier außen, sprich, hier geht der Strahl geradeaus und dann muss man im Uhrzeigersinn diesen, oder man muss es nicht, man kann ihn drehen auf 4+. Das heißt, ein Held muss in die Nähe des Tokens gehen und kann ihn dann drehen.
Hier sieht man natürlich, wäre das total blödsinnig, hier hinzugehen und hier zu aktivieren. Das hatten wir vorhin in einem Beispiel, da hätten wir zwei Helden gebraten. Das heißt, ergo wäre es natürlich sinnvoll, hier hinzugehen. Man kann aber nicht sehr, man kann nur 50-50 beeinflussen, wie weit er sich dreht. Also ergo, hier ist es immer sehr wichtig, wo aktiviert man ihn? Dadurch, dass er hier steht, er dreht sich entweder 90 Grad oder 180 Grad. Also oft, um mal sicher zu sein, muss man hier hin sich stellen und dann ihn aktivieren. Also die Marker drehen ist ein bisschen konfus. Regeltechnisch war auch noch so eine Sache, wenn man die beide Strahlen auf die Statue dreht, richtig? Genau, entweder eine oder zwei. Das ist unterschiedlich. Ich habe mir jetzt gar nicht durchgelesen, was dann passiert. Ja. Das sind zwei verschiedene Ereignisse, die dann eintreten. Okay. Ja. Das stand auch auf der 1. Ja, ergo, da, je nachdem, wenn ihr halt schafft, einen Strahl auf ihn zu richten, dann passiert so was, beziehungsweise umgedreht. Ja, schauen wir einfach mal. Also wenn ein Strahl auf die Statue zeigt, gehe zu Abschnitt 49. Okay. Dann gucken wir mal, was bei 49 passiert. So. Ja. Als der Strahl anderweltlich erleuchtend auf den Dämonenstatue traf, vernahmen die Champion einen schrecklichen Kreischen der Wut. Tiefe Risse breiteten sich auf der Oberfläche des Götzen aus. Und aus diesem drang infernalisches Licht. Da erkannten die Champion, was zu tun war. Was ist denn wohl zu tun? Man weiß es nicht. Was macht man da wohl? Dreht man da eventuell die zweite Statue auch noch da drauf? Beziehungsweise den zweiten Strahl? Ja. So, was passiert denn, wenn wir auf 57 dann? Ja. Also ihr seht, das Spiel kann tatsächlich echt überall hinlaufen. Ja, den Fluff lasse ich jetzt mal komplett weg, weil das ist fast eine halbe Seite hier. Also das sehe ich jetzt nicht durch. Die Strahlen versiegen augenblicklich und haben keine weiteren Auswirkungen. Stellen den Gorn Summoner direkt vor der Statue auf und lege das Hisch-Fragment. Okay. Oh, jetzt kommt jetzt wieder was Neues. Ja. Ein Hisch-Fragment. Das da oben abgebildete Symbol, also dieses Rad mit dem Pfeil. Ah, okay. Ja. Gab's neben dem Spielfeld. Gab es ja auch die Fragmente. Getötet, darf der Wundträger das Fragment an sich nehmen und somit die Prüfung beenden. Blättere zurück zum Anfang dieses Buches und lies eine Prüfung beenden, um zu sehen, was als nächstes passiert. Ja, das heißt, wir könnten das Spiel abkürzen, indem wir tatsächlich beide Strahlen auf ihn richten und ihn damit halt töten, so ungefähr. Ja, ich glaube, das müssten wir sogar machen, weil sonst ist die Prüfung nicht zu Ende. Also müssen wir so lange gegen ihn kämpfen, bis... Genau, also entweder müssen wir die Strahlen machen oder wir müssen ihn tatsächlich töten, dann ist ja das, die Mission ja auch erfüllt. Weil die Grundmission heißt ja, schalte den aus. Soweit ich weiß. Ja, ja, da muss ich dann aber gucken, weil da passiert nämlich, da steht nämlich, wenn Gorn Summoner getötet wird, liest Abschnitt 38. Genau, da gehen wir auf 38. Ja, also ihr seht, dass wir in unserer Runde sind wir tatsächlich so, hatten den Vorteil, dass tatsächlich diese, Tenebrail Shard, oder wie auch immer, nein, der quasi nicht, der Mistweaver hatte die Fähigkeit 6, Bedazzle. Das heißt, wir konnten tatsächlich unsere Gegner stunnen. Das war sehr cool. Dadurch hatten wir eine Widersacherphase weniger. Um unseren Ausgangspunkt haben wir tatsächlich sie betäubt und er hat noch einen Lebenspunkt. Ja. Können wir auch direkt mal eine Live-Phase machen, damit ihr mal seht, wie das halt dann funktioniert. Also es ist ein bisschen konfus, ein bisschen guten Muddel, aber wenn man einmal reingekommen ist, funktioniert es. Sprich, jetzt aufgepasst, die eine Runde startet. Wir haben alle keinen Würfel. Ich fange hier mal einfach mal an mit meinem Barbarian. Nehme jetzt quasi alle diese 5 Würfe, Schicksalswürfe, würfel mal, wir haben eine Doppel 1, die geht halt raus und tatsächlich eine Doppel 4, das heißt, wir haben in unserem Pool nur eine 2, die uns zur Verfügung steht. Doppel 1, jetzt müssen wir auf unsere komische, die Konsequenzen, wir haben die 1 und 4, das ist zweimal dieses Ereignis, ja? Okay. Wenn die Zahlen 1 oder 6 abgelegt werden, eignet sich ein unerwartetes Ereignis. Wirf nacheinander 2 Würfel. Okay, machen wir. Das ist die 10er-Stelle, genau. 20 und die 4, 24. Das heißt, wir blättern jetzt auf die 24, jetzt da passiert anderes, nämlich was. Anderes Buch, Buchwechsel. Anderes Buch, ja. Ja, yeah, sagt er. Ja. Ja, was sagst du dazu? Ja, da wird das Schlabberlätzchen aufgegessen. Ja. 24. Genau, 24. Der Runenträger wirft 4 Würfel. Für jedes Ergebnis von 1 oder 2 ist dein Held betäubt. What?
Okay, was? Weil jedes Ergebnis? Eins oder zwei. Eins oder zwei, also jedes? Ja, für jedes Ergebnis von eins oder zwei ist sein Held betäubt. What? Dann reicht er die Würfel, die drei oder mehr zeigen, dem Spieler zu seiner Linken. Das wäre dann ich in diesem Fall. Ja. Der den Wurf mit diesen Würfen wiederholt. Okay, das heißt, ich bin schon mal einmal betäubt auf jeden Fall. Das heißt, diese betäubt geht auf die, Fähigkeiten. Sache, 1, 2, du bist nicht betäubt. Ich bin nicht betäubt. Ja, aber die wandern jetzt dann auch weiter, die zwei übrig gebliebenen? Nö, nur auf den nächsten. Ich denke, wenn ich jetzt auch betäubt werden würde, dann würde der eine Würfel oder die beiden Würfel zu dem nächsten weiter. Okay. So, was haben wir noch? Wir haben die Doppel-4 haben wir noch bekommen. Anderes Buch? Man muss schon ein bisschen hinterher blättern. Doppel-4 haben wir. Ja, das passt sogar. Den hatten wir schon, den Kerli. Das ist Tweak. Ja, den habe ich schon. Kleine Vogel mit der Robe. Ja. Wenn Würfe von 4 abgelegt werden und sich Widersacher mit einem Vigor-Wert von 3 oder mehr auf dem Spielfeld befinden, steht das? Das ist ja er. Geht er in der Richtung von ihnen. Und er hätte rein theoretisch, wenn er jetzt keinen Lebensabzug bekommen hätte, auch einen Vigor-Wert von 3. Ja. Stelle Tweak so dicht wie möglich beim Widersacher mit dem höchsten Vigor-Wert auf. Das wäre in diesem Fall der Gaunt Summoner. Ziehe eins von allen Attackenwürfen für Helden in derselben Kammer wie Tweak ab. Ja. Das heißt, wenn ich halt versuche, jemanden zu treffen, dann muss ich da noch eins abziehen. Quasi. Das ist auf jeden Fall seine Passive. Und als Segen würde man bekommen, lege Tweak ab, um bis zu 2 Würfelwürfe zu wiederholen, nachdem du einen Aktionswurf oder Schicksalswurf durchgeführt hast. Ja, aber der ist ja momentan, wir behandeln es ja so, er ist ja als, als Fluch. Konsequenz des Schicksals eingetreten, ist ja beim Gegner vorhanden, sprich er gehört ihm ja der Gegner, ergo er verflucht uns und gibt uns keinen Segen. Und das wäre dann lege D3 Heldenwürfel von einer Heldenkarte ab. Lege einen Schicksalswürfel ab für jeden Heldenwürfel, den du nicht ablegen kannst. Also hätte man rein theoretisch nur zwei Aktionspunkte noch übrig, müsste man 2 von diesen lilanen Schicksalswürfeln noch zusätzlich ablegen. Okay, aber welcher Held jetzt Würfel ablegt, ist... Muss aber D3. W3, achso, ja. W3, okay. Und dann ist aber er auch weg quasi. Oder bleibt er... Nee, der ist ja eh nur für eine Runde da. Also wir haben jetzt rein regeltechnisch haben wir jetzt noch nichts gefunden, wie lange er in dieser... Ja. Wie lange er vorhanden ist. Ich schätze mal, so lange, bis wir die Prüfung bestanden haben oder die Kammer verlassen. Okay, dann... Oder der vielleicht der Herr, wo er zugehört, tot ist. Ja, okay. Das müsste man dann eventuell nochmal nachlesen. Gut. Ich bin ja betäubt. Oh, das war ja... Muss ich eine Runde nichts machen? Ne? Betäubt ist aussetzen, ja. Nein, aussetzen. Und da du eh gerade keine Aktionswürfel mehr hast... Ja gut, nee, ich habe ja noch nicht ausgewürfelt, weil ich erst die Schicksalswürfel gemacht habe quasi. Ich müsste jetzt, der einen betäubt und dann hätte ich die 3 Würfe noch theoretisch. Speziell, das funktioniert so, weil man hat sich ja am Anfang gefragt, wie viele Lebenspunkte haben die Typen? Die Typen haben im Prinzip erstmal 4 Lebenspunkte, weil für jeden Lebenspunkt, den sie verlieren, geht ein Aktionspunkt weg. Das heißt, ich starte jetzt zum Beispiel in dem Fall mit diesen Würfeln, würde jetzt verwundet werden in der Widersacherphase. Das heißt, dann wird ein Lebenspunkt hier geblockt und in meiner nächsten Runde habe ich halt tatsächlich nur 3 Fähigkeiten. Ich kann aufgrund meiner Fähigkeiten auch Lebenspunkte regenerieren. Das heißt, auf 1 plus in der Runde kann ich einen Lebenspunkt regenerieren. Habe ich in einer Runde mal angenommen, mal 3 Lebenspunkte verloren, oder sagen wir mal 2 ist realistischer, 2 Lebenspunkte verloren, habe ich jetzt 2 Aktionspunkte. Ich kann ersten aufwenden für 1 plus einen Lebenspunkt machen, dann kann ich aber nicht den nächsten wieder regenerieren, auch wieder für 1 plus, sondern ich brauche dann schon eine 2 plus. Das heißt, habe ich 3 Lebenspunkte, kann ich auf 3 plus halt erst regenerieren. Ich kann dann quasi die Schicksalspunkte aufwenden, um mich wieder vollständig zu regenerieren. Wird aber in jeder Runde halt immer schwieriger. Ja, in dem Fall, in meinem Fall, ich bin halt betäubt, habe keine Fähigkeiten mehr und so weiter. Dann geht es quasi für den Barbar, da ist aber zum Glück auch aktuell nichts mehr. Geht es an den Denebrei Shard. Ja, richtig. Er würfelt seine 4 Punkte. Erstmal muss ich nochmal die Schicksalswürfel auswürfeln, weil das ja jetzt. Oder bleiben die. Nee, die bleiben ja, Das war ja, ich habe ja gestartet. Ah, du bist ja gut. Wir gehen ja rundherum. Genau, du bist dran. Du hast. Eine 6 ist gut, aber gut, du hast glaube ich keine 6er Fähigkeit. Ja? Doch, ich habe klar. Schattenschlag. Ah, Schattenschlag, okay, werden wir gleich sehen. Okay. Schattenschlag entfernt den Schad
Dann stelle ihn irgendwo anders auf dem Spielfeld auf. Wenn seine nächste Aktion eine Waffenaktion ist, wird Damage-Wert verdoppelt. Okay. Achso, wir müssen ja gucken. Wir haben ja vorhin hier gestartet. Der Strahl war schon einmal gedreht worden und ging in die Richtung. Alles klar. So, so dann könnte ich, um jetzt den auszuschalten, ja, opfere ich die 6. Okay. Teleportiere mich, ja, im Prinzip einmal jetzt hier rüber. Ja, ist nicht im Strahl, ist gut. Und haust ihn so auf die Fresse. Und dann, ja, mein Reaper Gauntlet kann ich nicht benutzen, da ich nur 2, 3 und 3 habe und ich, genau, mindestens eine 4 brauche, um diese Aktion auszuführen. Ja. Dann versuche ich den einfach im Prinzip jetzt mit meiner Grundfähigkeit zu töten. Okay, die ist 1 plus, ja, macht Schaden 1, hat ja nur noch einen Lebenspunkt und die funktioniert auf 2 plus, also heißt, er wurde ausgeschaltet. Hast du noch 2 Fähigkeiten, also 2 Punkte? Du könntest zwar Nahkampfwaffen, könntest du zwar was einsetzen, bringt aber nichts, weil nichts in Reichweite steht. Ich könnte natürlich auf Risiko gehen, versuchen den Strahl auf 180 Grad zu drehen, was jedoch wirklich problematisch wäre. Ja, da ist natürlich auch noch die Frage, ja, wie benutzen wir den Strahl? Also wie kriegt man den auf den Statuen? Das ist wohl eher die Frage. Ach so, dass man den als... ja, stimmt. Wie macht man das eigentlich? Verflucht, dann sind wir in der nächsten Situation. Weil wir hatten auch noch die Frage, das könnt ihr auch vielleicht beantworten oder vielleicht habt ihr auch schon eine Runde gespielt. Man kann den Strahl ja drehen um 90 Grad und 180 Grad. Wird aber der Strahl quasi jeder Schaden abgehandelt im Drehen oder wird nur der Schaden abgehandelt, wo er quasi letztendlich stehen bleibt? Quasi jetzt ist 90 Grad gedreht, wird jetzt nur auf ihn Schaden gemacht oder drehen wir ihn tatsächlich 90 Grad und der Strahl geht hier durch und macht jeweils Schaden. Das wäre natürlich, glaube ich, auch ein bisschen zu heftig. Ja, das ist aber natürlich jetzt eine Frage, wie stoppen wir den Strahl? Da müsste nämlich dementsprechend dann so gehen, ja, um auf den Gaunt Summoner zu landen. Das wären aber nur 45 Grad. Das wären 45 Grad. Oder das gilt, dass sie so sind. Ja. Weil dann müsste man rein theoretisch alle komplett, also die starten beide so, dann, ja, müsste man die ja einmal komplett, ja, rumdrehen, dass er so nach ist. Oben, das könnte man so behandeln. Vielleicht haben auch die Punkte was zu sagen. Also wir waren ein bisschen mit den Punkten irritiert. Vielleicht ist da auch irgendwas. Aber wir können es ja mal so behandeln. Ja, ist ja im Prinzip ein Demo des Spiels, die Feinheiten des Spiels, wie was gedreht wird. Entweder behandelt ihr es, vielleicht finden wir es gleich und schneiden es noch rein. Ja, gucken wir mal. Okay, also willst du das machen? Du kannst ja theoretisch laufen, weil du hast ja, das ist ja die Sache, wenn man läuft, darf man so und so viele Schritte sich bewegen. Also 3, 4, 5. Ich kann ja auch einfach mal versuchen, 1, 2, 3, 4. Umzunieten. Genau, du kannst quasi zu ihnen hingehen. Dann opfere ich einen Aktionspunkt. Genau. Ja, genau. Hier rüber. Klein Rea ist einverstanden damit, hören, ja, wir im Hintergrund. Hört sich gut an. Und dann versuchen wir... Ja, einen Schaden, genau, machen wir. Einen Schaden haben wir, genau, gemacht. Genau, das heißt, er hat einen Vigo-Wert von 8, also jetzt nur noch von 7. Ja. Jetzt kriegen wir. So, dann sind wir mit dem Mistweaver dran. Mistweaver ist am Start. Wo haben wir die? Ach, die Würfel haben wir. Haben wir die Würfel getan? Super vorbereitet. Ja. Liegen noch auf den anderen Tisch. Wahrscheinlich. Ich glaube, die anderen haben wir. Achso, ja, nimm einfach die. Achso, hier sind sie. Oh, hier. Ich hab sie gefunden. Die schwarzen. Ja, Dennis, dann hauen wir hier den Sehenwechsel. Was haben wir? Eine 6, das war doch der Stun, ne? Was sagst du dazu? Ja, cooles Spiel, alles klar. Achso, ja. Die Tierchen haben sich heute auch schon gebettelt. Muss man ganz kurz Katze in Sicherheit bringen, weil da ist der Tünchen, verstehen sich aber halbwegs vernünftig. Zack, darüber. So, was geht ab? Ja, oh, ich würde 6. sagen, ich opfer den direkt mal den Bedazzle und versuche den Ground Summoner ein weiteres Mal zu stunnen. Ja. Auf eine 3 plus? Das wäre gut, weil dann schlägt er zum Beispiel nicht zu. Ui, ja, haben wir geschafft. Na, dann kommt hier noch ein Bedazzle-Marker drauf. Ja. Könntest du aber noch Schaden zufügen, ne? Direkt, weil... Ach nee, warte, du stehst ja da. Obwohl, ja, doch Schaden, ich, ja? Ich müsste einen Move... Ich habe keine Missile zur Verfügung, ach, da so, ich ja, richtig, eine 3 plus bräuchte. Also eine 3. Ansonsten, deswegen werde ich einmal opfern. Genau, wenn Missile möglich wäre, dann kann man schießen. Es darf natürlich nur kein eigener Kollege dazwischen stehen. Ansonsten kann man quer durch die Karma feuern. Ja. Gut, dann bewegt er sich. 1, 2, ja, 3. Ja, ich glaube, man muss sich auch nicht so weit bewegen, man kann. Nö, müsste man nicht. Also 4 dürfte ich und. Ja. Okay. Ja.
Alles klar. Jetzt habe ich noch zwei Aktionen. Dann werde ich mein Elvenblade mal ausprobieren. Okay. Auf einer 4+. Ja. Der erste. Nein. Und der zweite. Ja. Ja. Der das trifft. Heißt, dann hat er nur noch ein Damage. Ja. Das heißt, er hat noch 6 Lebenspunkte. Genau. So. Gut. Ah, guck mal, eine Sache haben wir ja direkt schon. Ein Bedazzle. Genau, Bedazzle Menazzle. Und wir haben natürlich die Sache, du hast ja einen Erfahrungspunkt bekommen. Du bist die Farbe blaue? Nee, schwarz, ne, blau. Blau war es ja gerade. Das heißt, du bist hier schon eins weiter. Schwarz bin ich. Ach so, schwarz. Ja, eigentlich schwarz. Ach so, eigentlich schwarz. Ist ja egal, okay. Miss Weaver ist eigentlich genau. Blau. Hast du nämlich glatt vergessen, dann kannst du nämlich zwei blaue Karten ziehen und eine davon auswählen. Okay. Zwei Stück sind das? Ich glaube, es ist zwei. Also bei den Fähigkeiten wird es auch so gemacht. Dann machen wir es einfach mal so. Ich einmal den Luftschreiter. Okay. Und einmal den rechnenden Schlag. Okay. Heißt Luftschreiter, wir können uns auf 2+ bewegen, deinen Helden bis zu W3 Felder. Du musst nicht würfeln, ob du gebunden bist und kannst durch beliebige Miniaturen bewegen. Also geht voll ab. Wenn du einen Held das Merkmal Flink hat, bewegt er sich bis zu 3 Felder statt bis zu W3 Felder. Ah, okay, das ist nämlich eine Fähigkeit. Flink haben wir uns nämlich vorhin gefragt. Einige Helden haben Merkmale. Und da war nämlich die Frage, er hat Flink, das heißt, er könnte diese Karte einsetzen. Genau. Oder du nimmst natürlich, also Flink heißt im Prinzip, du kannst dich jetzt weiter bewegen. Ja. Oder du nimmst natürlich rechende Schläge, wenn du bei einer 6 würfelst, einen Schutzwurf würfelst, kannst du sofort eine Waffenaktion durchführen. Ah, ist quasi so eine Konterattacke. Ja. Bist du ein geborener Kämpfer, kannst du sogar eine beliebige Waffenaktion durchführen. Geborener Kämpfer bist du sogar auch, ja. Das heißt, die ist natürlich auch nicht schlecht. Boah. Glaube, da wird. Ich habe da mal was vorbereitet. Ja. Okay. Das war die Runde und jetzt genau. Würde eigentlich die Widersacherphase beginnen, aber da wir den ja gerade grandios gestunt haben, geht das direkt weiter, das Spielchen. Genau. Und der Barbar ist wieder am Zug. Ja. Okay, nee, der Barbar rückt weiter, weil der Marker geht eine Runde weiter. Das heißt, du bist jetzt der Rundenstarter. Das heißt, du nimmst die Schicksalswürfel in die Hand. Ja. Oh, und wieder Zwei Pasch. Oh, und eine Eins haben wir zur Verfügung hier. Zurück rüber. So, gucken wir mal, was haben wir schon wieder hier? 3 und 5. Ja, 3 und 5. 3 haben wir das Büchlein. Ja, das konnten wir, glaube ich. Ja, nee, das ist richtig, wenn man das Büchlein wird nur gemacht, wenn wir zwei mehr Fertigkeitskarten haben. Hab ich. Das sind die Fertigkeiten, okay. Ja. Alles klar. Dann haben wir das Büchlein, dann haben wir, was haben wir noch? Eine 5. 5 hatten wir vorhin, glaube ich, schon. Ne? Das war das Lob. Das war der Move-Wert von 1. Also das heißt, der Fischi kommt auch noch runter. Der Fischi? Ja. Oh, siehst du, wir haben sogar einmal geschummelt. Was heißt geschummelt? Wir haben ja glatt vergessen, wir haben ja den kleinen Knirsch da auf der Karte. Wir hätten ja, so, glaube ich, sogar schlechter getroffen. Ja, aber nur du, oder? Immer nur einer. Achso, immer auswürfelt. Achso, immer nur einer. Okay. Ja, dann meinen Einheld, oder wie ist das da? Helden können keine Schatzkarten einfügen. Wir hatten vorhin Ziehe 1 für alle Helden in der Kammer. Okay, da haben wir ein bisschen Blödsinn gemacht. Ist ja nicht schlimm. Das heißt, der Effekt trifft für alle ein. Oh, jetzt wird es natürlich echt ziemlich hart. Man denkt natürlich, scheiße, wir können jetzt Lebenspunkte ohne Ende abziehen. Nee, ist nicht. Wir haben jetzt noch mehr Typen um ihn rum. Das heißt, er hat 3 Typen, womit wir jetzt, Im Fluch ermittelt zufällig eine deiner Fähigkeitskarten, bis zur nächsten. Ah, okay, die werden jetzt umgedreht quasi. Wir müssen jetzt würfeln. 1 bis 3 die obere. Ja, die wird umgedreht. Die kannst du nicht mehr quasi für diese Runde benutzen durch den einen. Allgemein können wir aktuell keine Fertigkeitskarten einsetzen, weil das Büchlein da ist. Der Fisch sagt, wir haben allen vom Move-Wert weg. Also wir können uns allen schlechter bewegen. Die kommt aus dem Portal, oder? Stell das Lob beim Portal auf. Ja, richtig. Der einen Helden am nächsten ist. Oh, da muss er dem beim Barbar. Ja, okay. So. Und das Büchlein? Das Büchlein geht. Wir von 3, irgendeine der 2 Fähigkeiten. So dicht wie möglich beim Helden mit den meisten auf. Das heißt, du hattest die meisten Fähigkeitskarten, ergo muss er dahin. Oh, okay, also wir können keine Fähigkeiten einsetzen, bewegen uns generell alle ein Wert weniger und wir treffen den Gegner auf 1 schlechter. Läuft bei uns jetzt? Läuft, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Okay, was sind deine Fähigkeitskarten hier? Also deine Fähigkeiten generell meine ich jetzt, was würdest du auch? Wir müssen jetzt den Typen umhauen. Boden.
Ja. 6 Lebenspunkte hat er noch. Ja. Auf 2, 3, 3, 5. Reaper Counted kann er jetzt benutzen. Ja, hoffen wir mal, ne? Versuchen wir mal auf die 3 Plus. Ne, ein schlechter, 4 Plus. Weil wir haben ja den blöden Fisch da in der. Richtig. Okay. Aber hat geklappt. Okay. Oh, und W3 Schaden. W3 Schaden. Ja, das sind 2. Dann heißt, er hat von 6 runter ist er auf 4 Lebenspunkte. Okay. Ja. Dann mal hier schon mal. Pop. So, zack, 4 Marker drauf. Es gibt auch noch so schöne, da sind 3 Totenköpfe drauf, die könnte man natürlich dann auch noch verwenden. Ja. Okay. Ja, hier sieht man das zum Beispiel, 3 genau. Und hier 1. So, dann hast du aber noch 2 mal Fähigkeiten, das heißt, du könntest dir nochmal 2 Lebenspunkte abnehmen auf die 2 Plus, oder? Oder 3, wie viel hast du noch? 3. Ich habe 3, habe ich noch. Ja, dann. Jetzt ist ja nur die Frage, ich habe eigentlich nur 2, weil der andere noch da ist, ne? Der Vogel. Da muss ich doch minus ein Aktionswürfel habe ich doch da, oder? Bei der Vogel? Der Vogel. Achso, ne, ziehe 1 von allen Attackenwürfen für Helden seine Kammer für Tweak ab. Ach, das war ja, was du gesagt hast. Genau, das ist alles klar. 1 von den Attackenwürfeln. Weil du führst jetzt einen Attackenwürfel durch. Normal triffst du auf die 2 plus, aber tust das jetzt im Prinzip auf die 3 plus. Ja, hast dir einen Schaden zugefügt. Ja. So, dann hast du noch. Kann man gleichzeitig würfeln, ne? 3 plus, doch einer, ne? 3 plus. So, da hat er nur noch 2 Lebenspunkte. Du könntest natürlich jetzt noch den Schicksalswürfel einsetzen, um auch nochmal drauf zu hauen. Da wir eh nur einen haben. Ja, dann nehmen wir den, ne? Ja. Es wird kein weiterer geblockt, weil das der letzte ist. 3 plus. Ja. Da hat er nur noch einer, der Kollege Salami. So. Oh, da hinten geht's ab hier. Da wird. Ja, so. Wenn ihr da immer jetzt die ganze Zeit hört, wundert euch nicht. Da werden die Schmetterlinge gebasht. Ja, oder sie achtet, ne, sie geht gerade die Regeln durch, die wir hier versuchen zu erklären. Sagt, oh, ja, das hört voll den Blödsinn. Geht so nicht. Okay, nächste Runde. Ein Lebenspunkt hatte nur noch. Ich glaube, das Spiel geht hier relativ schnell gerade. So, Flaki, möchtest du ein bisschen übernehmen, so Flaki? Hm? So Flaki würfelt. Okay, was geht ab? Ja, ich glaube, da kann man jetzt... Leider keine 6. Ja. Aber ist ja nicht schlimm, er hat nur noch einen Lebenspunkt, also von daher, ja, hau ihn um. Was willst du probieren? Ich stehe ja direkt vor ihm hin und deswegen würde ich sagen, auf die 5, das Combat Blade, nehme ich einfach alle. Und ihn einfach mal dann richtig... Ja, Combat Blade ins Gesicht, ja. Auch normal auf die 3 Plus, ja? Achso, 5. Einer, aber ist ja nicht schlimm. Reicht ja, um ihn am letzten Lebenspunkt abzuknöpfen. Aber ich bekomme noch zusätzlich einen Ruhm, dadurch, dass er jetzt von ihr getötet worden ist. Ja. Ein Ruhm und da ihre Spezial-Ruhm-Attacke, sag ich mal, Fähigkeit, eine Attacke mit 6. Nee, gar nicht, jetzt lüge ich. Das ist nur bei der zweiten Attacke mit dem Illusory Assault. Dann okay. Also, wenn du mit einer speziellen Attacke eine 6 würfelst und ihn dann ausschaltest, bekommst du halt einen extra Ruhmpunkt. Genau. Weil das ist auch wichtig. Viele Helden bekommen halt extra Ruhmpunkte. Also nicht nur einen Ruhmpunkt durch das Ausschalten, sondern wie in dem Fall muss ich in einer Runde 8 oder mehr Verwundungen zufügen. Dann mache ich noch einen Ruhmpunkt. Mir sind es 3. Der Schaden muss hier zum Beispiel 3 verschiedene. Und dort war halt das mit der 6. Genau. Bei der Waffe. Ja, in dem Fall haben wir tatsächlich den Gaunt Summoner besiegt. Ob jetzt fair oder nicht fair, ist eine Sache. Richtig oder falsch, die andere. Ja, Sufi würfelt jetzt wirklich. Richtig, so, dann haben wir natürlich noch die Sache. Müssen wir jetzt mal kurz durchgehen, was passiert. Wir kriegen eine neue, ich habe gerade schon mal gelinkert. Ja. Ein bisschen gespoilert. Dann kommt die Karte überwältigt. Ah, okay. Das steht dann quasi da bei Abschnitt 17. 38, okay. Die müssten wir dann anbauen. Genau, das heißt, man sieht jetzt auf dieser Karte das nächste Feld. Genau. Zack, das wird dann angebaut und dann können wir durch das Portal gehen und in die Karte reinlaufen quasi. Genau. Ah, okay. Ja. Und der Ground Summoner kommt aber weiterhin. Ah, okay. Bleibt bestehen, der stellt sich in der Mitte auf dieser Karte dann auf. Das heißt, mit noch ein paar Einheiten, genau, die ich nochmal nachlesen müsste. Das heißt, wir haben dann, welche Karte haben wir? Das müsste, glaube ich... So eine grüne mit Glyphen auf dem Boden. Oder ist das vielleicht die Karte, auf der wir uns gerade befinden? Weil wir andersrum wahrscheinlich. Ja, ich glaube. Weil können wir auch mal direkt machen hier. Komm, einmal runterschützen, zack. Klar. Das ist die. Genau, das heißt, das nächste Dungeon beginnt dann quasi hier. Richtig. Ja. Er kommt dann in die Mitte. Genau. Er ist in der Mitte und wir sind
Ich denke, wir starten dann am Portal. Am Portal quasi. Oder wir gehen quasi, wahrscheinlich ist es so wie richtig in der Portalkammer und gehen wieder durch. Das heißt, man kann das Spiel weiterführen. Wenn wir jetzt natürlich Schluss machen, zum Beispiel, übernehmen wir unsere Karten. Das heißt, jetzt wird gemerkt, wie viel Ruhm oder wie viel Ruhm wir quasi starten. Punkte. Man könnte natürlich auch sagen, okay, wir starten jetzt wieder von Null und beginnen da wieder unser Dungeon. Also im Prinzip ist das fortlaufend. Wir bestimmen selber, was wir machen. Ja, genau. Ja, wir hoffen, es hat euch ein bisschen Einblick gebracht, wie das Ganze funktioniert. Also im Prinzip ist es im Grunde sehr wichtig, ihr habt immer den Rundenauflauf hier hinten drauf. Das heißt, ihr würfelt die Schicksalswürfel aus, geht dann in die Heldenphase, wo ihr die Heldenpunkte beginnt, dürft diese halt einsetzen, um in diesen Feldern zu agieren, drei Felder zu benutzen und so weiter. Wir haben natürlich jetzt keine Widersacherphase gehabt. Widersacherphase ist natürlich dann entsprechend, wenn ihr die fügen Schaden zu, ihr habt einen Schutzwurf. Beziehungsweise einige Helden haben, beziehungsweise Helden, Monster besser gesagt, haben vorgegebene Fähigkeiten. Das heißt, wenn die Widersacherphase dran ist, würfelt man immer auf die Verhaltenstabelle, was passiert, und dann geht man das halt einfach im Prinzip durch. Können wir einfach mal machen jetzt gerade, wenn wir schon dabei sind, dann lassen wir den Ground Summoner jetzt mal was machen. Ja, damit ihr mal einen kurzen Einblick habt. Und nach der Widersacherphase ist halt einfach die Endphase, das heißt, die Rune geht einfach nach links weiter, Kammern werden entfernt und ab geht's. So, was passiert bei der Widersacherphase? Wir gehen mal bei den Gaunt Summoner. Der war, glaube ich, war da hier drin. Das waren die zusätzlichen Karten, die man noch hat. Flamers, ich glaube, die waren tatsächlich hier drin. Da ist er noch, oder? Nee, das ist er nicht. Gaunt Summoner, hier haben wir. Okay, dann Verhaltenstabelle. Dann würfeln wir drauf, was passiert. Was haben wir? Die 5. Toben des Inferno. Gaunt Summoner bewegt sich so, dass sich so viele Helden wie möglich in seiner Kammer befinden, dann attackiert er mit Infernal Flames. Infernal Flames ist eine Flächenattacke, das heißt, sie trifft tatsächlich alle. Dementsprechend ja alle. Und sie macht, du musst einen Würfel würfeln, W3. Wie viele hat er? Boden. Ja, Boden gilt nicht. Das heißt, drei Würfel. Und auf die 4 plus kriegen wir alle einen Schaden. Also wir könnten jetzt quasi bis zu dreimal 3 Lebenspunkte verlieren. Also jeder Held. So. Bei 3 oder bei 4? Auf 4 plus. Okay, aber 3 Stück hast du. Du hast 3 Würfe. Das heißt, die erste Flammenattacke hat uns gar nicht verwundet. Die zweite ja. Und die dritte nicht. Das heißt, jeder hat einen Schaden bekommen, kann diesen aber noch schützen, indem ich zum Beispiel halt jetzt hier einen Safe-Wurf von 5 mache. Nein, habe ich nicht. Ergo bekomme ich hier einen Lebenspunktverlust. Genauso wie jetzt bei dir. Du würfelst einen Schutzwurf von 5 plus. Ja. Die ist sehr leicht begleitet. Oh, geschafft. Habe ich. Und er hat einen von 6. Ja, Safe 6. Plus, ja. Das heißt, da wird auch einer geblockt. Ergo, das war die Widersacherphase. Wir haben Schaden bekommen. Wenn ich jetzt wieder dran wäre, um zu bestimmen, wie viele Würfel ich habe, habe ich halt nur 3. Oh, schön. Schön 3 Einsen. Ja, einen benutze ich, um meinen. Also brauche ich gar nicht Würfel, nicht blöd. Doch, 1 plus, zack, einen Würfel weg, habe ich wieder mein Lebensstar. Habe ich aber dann nur noch 2 zur Verfügung. Könnt ihr jetzt quasi 3 Felder laufen, zack, ist der weg. Und ich könnte jetzt auf ihn zuschlagen mit meiner War Axe auf 2 plus und mache ihn einen Schaden. Das heißt, er hat jetzt nur noch 7. Ja, bin wieder weg und es geht wieder in die nächste Runde. Ja. Und ich hätte gerade auch also ich habe jetzt das magische Schild. Ja. Bei 4, 5 oder 6 wäre die Verwundung abgelenkt gewesen. Also hätte ich mein Save um 1 verbessern können. Okay. Ich hätte. Oh, Kamera weg. Ich hätte zum Beispiel auch eine Fähigkeit, wenn der Fischi oder wer das war, da war, wo man einen schlechter trifft, habe ich eine Fähigkeitenkarte, wo ich den Wurf um 1 verbessern kann. Somit wäre das Malus auch wieder weg. Ja, also summa summarum ist eigentlich ein cooles Spiel. Was heißt eigentlich, es ist ein gutes Spiel, aber man braucht ein bisschen, um reinzukommen, wenn man die Regeln gar nicht gehört hat. Vielleicht hat euch das ein bisschen geholfen, wie das Ganze funktioniert. Comments wieder unten da lassen. In dem Sinne würden wir sagen, verabschieden wir uns. Zocken wir vielleicht noch eine Runde, mal eine Runde, mal gucken. Alles klar. So, hier noch ein kleiner nachträglicher Anhang, weil wir waren eigentlich gerade fertig, haben uns aber echt noch gefragt, wie die Sache war mit den Drehen, wo wir euch schon gefragt haben. Eine Vermutung, die wir eventuell hätten, weil wir haben es entweder noch nicht gefunden, wenn wir den Strahl, quasi hier beginnt er ja, der geht ja nach außen, dass man sagt, die Punkte ist der Fixpunkt, wo der durchgeht. Weil wir haben uns immer gefragt, wie würden wir nehmen jetzt mal an, das ist die Blickrichtung des Strahls, wie schaffen wir, wenn wir den nur 90 Grad
oder 180 Grad drehen können. Wie schaffen wir es, dass beide Strahlen ihn kreuzen? Es kann aber natürlich sein, dass wir, wenn wir hier quasi hier starten, hier schaffen es, um 180 Grad zu drehen, dann geht der Strahl ja hier hin, dass man sagt, okay, der Strahl geht jetzt durch diesen Punkt, der Strahl geht entweder durch diese Punkte oder der Strahl geht durch diese Punkte, weil wenn er nämlich durch diese Punkte geht hier rüber, dann schaffen wir es nämlich tatsächlich, den Strahl zu kreuzen. In dem Fall nämlich auch hier, zack, gehen wir rüber und wir schaffen die Statue zu kreuzen. Ja, wenn man nur 90 Grad dreht, sieht man natürlich, hier ist kein Punkt. Also ist dann halt die Frage, geht es dann halt wahrscheinlich nur geradeaus. Oder wir haben natürlich jetzt den falschen Ansatz und die Punkte haben gar nichts zu sagen. Das ist echt jetzt, ja. Aber das ist eine Option, wo man sagen kann, okay, wir müssen es nämlich nur schaffen, dass der Strahl hier lang geht und wir gehen hier rüber. Ja, kleine Anregung. Tschö. Ja, gut. Ein Fairbach. Wir haben rausgefunden, wie diese kleinen lustigen Viecher funktionieren, weil da gibt es tatsächlich eine Seite, die haben wir ja, überblättert. Überblättert, ja. Richtig, ja. Willst du erklären, Dennis? Ja, wenn diese Familiäre auf den Tisch kommen oder beziehungsweise auf dem Spielfeld landen, dann wirkt nicht sofort der Fluch oder der Segen, sondern nur der Malus, der als erstes angegeben ist. Und der Fluch oder der Segen wird erst dann ausgelöst, wenn man versucht, diesen kleinen Familiär zu fangen, indem man den Helden hierhin bewegt und einen Würfel würfelt. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Der muss im Feld stehen, oder? Von dem Familiär? Ja, ja, in den Feld und du musst höher würfeln, soweit ich verstanden habe, wie dein linker Nachbar. Ihr würfelt beide einen Würfel, wenn du einen höher würfelst, dann fängst du den. Okay. Und wenn das misslingt, dann verflucht er dich. Ja. Ansonsten kann man sich den schön in die Hosentasche stecken und dann in der nächsten Runde den Segen aussprechen, der auf der Karte bzw. auf der Rückseite des Buches angegeben ist. Ja. Sollte der Familiär, nachdem er noch nicht eingesetzt worden ist, nochmal ins Spiel kommen, wird er als Segen entfernt und landet dann auf dem Spielfeld. Weiter. Ja. Also wenn er ungenutzt bleibt. Ja, also wir können ihn ignorieren, dann kriegen wir auch einen dauerhaften Malus oder wir können hingehen und den fangen und dann haben wir natürlich einen Vorteil für den Segen oder ein Pech für den Fluch. Ja. Und ja. Wie entscheiden wir uns? Diese Runde weiß ich nicht. Also wir sind hier gerade auch in der zweiten Kammer. Also ihr seht, ich bin hier gerade ein bisschen weiter gelaufen. Der ist aufgetaucht und wir sind im Dilemma, was machen wir? Ja, das werdet ihr auch nie sehen, weil ich mache jetzt die Kamera aus. So. Ihr seid echt der Hammer. Ja, das passiert, wenn man das Spiel halt zum ersten Mal spielt. Ja. Geile Aktion, wir haben uns nämlich gerade echt gefragt, wir warum. Wir haben so 3 bis 4 Fehler. War, so viel nicht. Wir haben uns schon gefragt, warum der Mistweaver so krass, so stark ist mit Medizel, Menizel. Da macht er ja alle, betäubt er alle da im Feld. Sie. Aber nein, nicht alle, tatsächlich. Also wir haben gerade mal nachgelesen, der Gaun Summoner ist der Einzige, der das tatsächlich nicht wird, betäubt. Was macht er dann? Gar nichts weiter. Der wird einfach nicht betäubt. Der handelt dann ganz normal weiter. Genau. Aber was wir vorhin auch noch falsch gemacht haben, ist, wenn der nämlich getötet wird, dann bekommt derjenige W3 Ruhmpunkte, richtig? D3, ja, der ihn getötet hat. Genau. Jeder weitere Spieler ein. Ein Punkt, genau. Das heißt, da hätten wir auch noch ein paar Punkte. Also dann wäre schon mal... Crunchy nicht noch beim Anfangspunkt, sondern ja, schon mal am Punkt weiter. Ich hätte schon ein paar Punkte mehr, richtig, weil wir den ja schon mal getötet haben. Und wir hätten aber schon öfters mal eine Phase des Gegners gehabt, in dem der uns Schaden zufügt. Das Tolle ist, ja, bis jetzt hatten wir fast keine Phase, oder? Ja, wo ihr zu zweit gespielt habt, hattet ihr da eine Phase, wo der Gegner nicht angegriffen hat? Ja, aber nur eine gespielte. Ja. Also, Bedissel Menisse ist geil, wenn viele, viele Gegner auf dem Feld sind, aber es macht die Runde doch nicht so viel einfacher, weil Mr. Obersammler dasteht und wir hatten ja vorhin mal so eine Aktion gemacht, der kann ja extrem eklig werden mit seinem Flächenfeuerschaden. Ja, ja, aber naja, gut, macht nichts, war geil, habt ihr auch wieder ein paar Sachen geklärt bekommen, Oberschäfchen kann nicht bedisselt werden. Okay, Nachtrag Nummer X mittlerweile,
Gaunt Summoner ist doch nicht so lasch, wie wir dachten. Wir haben den ja in der vorigen Runde echt umgehauen wie nichts. Haben aber jetzt noch weitere Fähigkeiten festgestellt. Der Kollege hat eine Fähigkeit, wenn er einen Lebenspunkt verliert, richtig, war doch so, dann muss ich, also ich nehme meine Aktion, zack, meine 6 zum Beispiel, mache den einen Schadenspunkt, der kriegt aber auf die Fresse. Dann muss ich durch seinen Schadenspunkt, den er verliert, meinen höchsten Aktionswürfel automatisch weglegen. Das heißt, das wird im Prinzip, wenn ich 2 Schaden mache, muss ich wieder 2 wegnehmen. Also der ist nicht so ja, leicht. Nicht so easy peasy, richtig. Ganz squeezy. Genau, ansonsten, je nachdem wie viele Lebenspunkte er verliert, hat er diese Verhaltenstabelle für ab 6 Marker, glaube ich, oder jeder Marker, den er drauf hat, wird das von der Verhaltenstabelle abgezogen. Und wenn er 6 hat, ja. Genau, dann würfelst du ja eine 5 und dann ziehst du das ab und dann wird es halt nur noch eine 2 zum Beispiel. Wäre ja auch echter Hammer, wenn es wirklich so wäre, wie wir es jetzt gespielt haben. Ja. Dann also, das Spiel ja Pille man sollte sich das wohl überlegen, Count Summoner haut richtig rein. Vielleicht sollte man tatsächlich die Nebenoption besser erfüllen mit haue die 6 Typen um, dann endet die Mission. Stimmt, die Mission ist doch jetzt beendet. Ne, bei der glaube ich nicht, oder? Nee, aber hier steht, das ist wahrscheinlich nur ein Sekundärziel. Ja, also hier ist es, wir hatten gerade hier 6 solche Typen gegen und wir machen uns mal auf den Weg und gucken mal, wie lange es dauert, Gaunt Summoner umzuhauen oder ob er tatsächlich mal einen Helden von uns tötet. Ach, jetzt müssen wir wirklich auch Gaunt Summoner. Jetzt gehen wir da hin und hauen ihn auf die Fresse. Ja. Ja.